Junkfood Taster, Dub comes episode 3920. And today it's about Blair Death Rain. And I've got the original Death Source. And this is kind of interesting. So this is Blair's first source. He's actually like the background story. And he created it in 1989. And since then he also created a lot of others. And this is very important. This is a heat scale. The original is here. There are three sausage beer, which are not as hot as original. And there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 things or sauces hotter than original. I did have Mega. Mega was evil. So I hope this is eatable, basically. All right. And this packaging got a lot of detail. Extremefood.com product of Costa Rica, and here made with great karma. An anti-corporate belief system rules here. All right, very good. And anyways, this is a bottle, and I'm not quite sure how to open. Can I rip it apart like this? No! No, I can't. I destroyed my little skull here. It comes with this death skull. Say China at the bottom. I'm sorry. But anyways, here's a sauce. It says shake before. And I will prepare myself a nice sandwich. I'm not quite sure whether it's nice, but I think it will feel alive. So here we got some bread. Let's zoom in a little bit. Now we have some fun. I have a new camera right now, or temporary. Zoom is very slow. I shake it, my death thoughts. Feel alive. Okay. And let's put it on. All right, this was already a lot. I also read the ingredients list before I made the review, before I started the recording button. And the main ingredient of this is red and orange habaneros. If the new camera doesn't focus anymore, I need to get back the old camera. It's terrible. Main ingredient is habanero. I don't know if I can read it. And I put some cheese on my sandwich. Here we go. And I cut it off here. I always cut stuff. And now I start eating. Mmm. Okay. Yeah. Okay, it's hot, it's burning, but it's kind of nice. So next bite here. I kind of like the sauce. I give it a win. Actually, I expected it hotter. Yeah. But I think it's also very sour. I think it's just the right thing for me. Okay. Okay. Yeah, my mouth is burning. My eyes are just super little bit watering. For all others who like it more extreme,
You can check out other flavors. Oh, the camera focus. The camera focus is inexistent here. I'm sorry. I sort of a problem with my camera is this is my old camera, and I plug in external microphone here, and if I do so, it won't recognize the external microphone anymore. I'm not quite sure what it is. I think a piece inside the recorder is broken. Yeah, it could be like the hole is broken, a piece inside is broken, or my microphone is broken. I'm not sure what happened. It's a kind of a problem because this camera is very good. This camera has very fast autofocus, and also here, this camera has a very bad autofocus. Actually normally a camera for photos, not for videos. And what I wanted to say is that you have a lot of more hotter options, and I think this is just hot enough for me. I like it, and it's also like in terms of consumption, so Megadev is so hot, you just need a super tiny drop and you never finish the bottle, and I think here I will finish the bottle. It's nice. It's good stuff. Okay, yeah. Ah, so here you, if you ask yourself why I'm not using this microphone, the problem with this mic, this is like a 5.1 super fancy microphone. The problem is I'm standing from behind, and the sound from behind on this microphone just sounds like garbage. Yeah. Okay. But anyways, maybe some German. Gut, jetzt gibt es Blair Deathrain. Und ich habe mir geholt, nachdem ich mir letztes Mal die Mega Death Source geholt habe, die fürchterlich scharf ist, habe ich mir diesmal geholt die Original Death Source, die in der Stufe schon weit mehr unten ist. Also es gibt noch Merte, was ist das? Pure Death, After Death, Sudden Death, Mega Death, Ultra Death. Und das ist hier relativ weit unten. Das ist die erste Soße, die Herr Blair kreiert hat. Und ihr kriegt hier bei der Flasche noch so einen Totenschädel mit, den ich leider kaputt gemacht habe. Genau. Und ich habe mir hier ein Sandwich gemacht. Ich habe mir auf ein Toastbrot was draufgekleckert, breit gestrichen und ein Stück Käse draufgelegt, aka Sandwich gemacht. Und ja, also die Menge hier, die kann man locker essen, ohne irgendwie groß Probleme im Mund zu bekommen oder so. Das ist, würde ich auch schon als lecker bezeichnen, also mir schmeckt die Win. Erste Zutat ist interessanterweise Red and Orange Habaneros, hätte ich gar nicht gedacht. Oder vielleicht, ich weiß nicht, müssen die Amis auch die häufigste Zutat als erste schreiben? Eigentlich schon, ne? Und auf der Verpackung ist es so ein bisschen lustig. Hier Anti-Corporate Belief System Rules hier. Hier steht hier Believe in Yourself. Hier Peace-Zeichen. So muss das sein. Persönliche Botschaft. Okay, jetzt esse ich das hier noch. Ja. Ja, bei Megadev, die hatte ich auch. Die war. Es ist auch schon scharf hier. Es ist nicht so, dass es nicht scharf ist. Aber Megadev war. Wenn man sich sowas mit Megadev gemacht hätte. Ich muss was trinken. Ich trinke Coca-Cola Sherry. Hätte man sowas mit Megadev gemacht, dann wäre man nicht mehr froh geboren. Ich meine, die gleiche Menge Soße
auf so ein Brot getan und gegessen. Ja. Und die schmeckt, die Soße schmeckt salzig. Ja. Okay, das wär's soweit. Ja, ich habe im Englischen ja ein bisschen erzählt über meine Kamera. Das externe Mikrofon geht nicht mehr. Müssen wir mal sehen. Ich suche mir eine neue. Also dies hier, das ist jetzt ein Fotoapparat, der scheint es nicht so zu machen. Das ist der Autofokus. Der Zoom ist ganz langsam und der Autofokus ist schlecht. Das heißt, wenn ich jetzt zoome, ja, der langsamste Zoom der Welt. Ich bin jetzt gezoomt und ich halte jetzt das Ding hier rein. Dann seht ihr, wie schlecht das ist. Also der tut ja gar keinen Autofokus hinbekommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendeine Taste drücken muss oder so. Der hat keinen Autofokus. Hallo? Okay, und wenn man halt rausgezoomt hat, ich verarsche euch hier nicht. Also wenn ich hier rausgezoomt habe, dann kann ich den Text natürlich lesen, wenn ich das jetzt so hier dran halte. So schafft das. Aber nicht, wenn er gezoomt hat. Das sind also die Vorteile eines Camcorders gegenüber einer Kamera. Außer, dass die Buchse vom Camcorder kaputt geht. Genau. Okay, das wär's soweit. Danke, dass ihr zugesehen habt und bis zur nächsten Folge.